Ich erwarte von der Wirtschaft genau wie von Privatpersonen nicht nur auf den eigenen Haushalt, auf den eigenen Wirtschaftsbereich zu schauen, sondern zu verstehen, dass wir alle eingebettet leben in einer Gesellschaft, dass wir Politik betreiben, dass wir gemeinsam ein Gemeinwesen betreiben. Also aus meiner Sicht, der Rohstoffgipfel ist enorm wichtig, weil wir wissen, dass wir für die Bewältigung des Klima- und Nachhaltigkeitsproblems nicht nur auf Energieflüsse schauen können, sondern auf alle Materialflüsse, auf die Ressourcenflüsse. Und da liegt sehr viel im Argen. Die beiden sind gekoppelt. Wir können keine Klimaneutralität unserer Wirtschaft, unserer Gesellschaft erreichen, wenn wir nicht auch die Rohstoffproblematiken in den Griff bekommen. Ich denke, wir müssen alle Lösungsansätze nutzen. Wir geben uns Illusionen hin, wenn wir glauben, wir könnten dies oder jenes tun. Letztendlich, in Bezug auf die Nachhaltigkeitskrise, auf die Klimakrise, stehen wir eigentlich mit dem Rücken zur Wand. Das heißt, wir müssen an allen Stellschrauben arbeiten. Wir müssen alle Schieber auf Anschlag stellen. Und ich glaube, die größte Herausforderung für die Wirtschaft ist tatsächlich, effektive Lobbyarbeit zu betreiben dafür, dass die wohlbekannten Zwänge, die Wirtschaft unterliegt Zwängen, dass diese Zwänge so gestaltet werden, dass die Wirtschaft ein starkes Zugpferd wird, um uns in eine nachhaltige Zukunft zu bringen. Dazu muss Politik geändert werden, dazu müssen Rahmenbedingungen geändert werden. Und die Wirtschaft ist in der Lage, mit Politik zu sprechen, positive Lobbyarbeit zu machen, um klarzustellen, welche Rahmenbedingungen geändert werden müssen, damit sie tatsächlich zu Lösungen kommen kann. Dazu zählt zum Beispiel meiner Ansicht nach auf europäischer Ebene nicht nur eine Bepreisung von Materialflüssen wie zum Beispiel CO2, sondern vor allen Dingen eine Grenzausgleichsabgabe einzuführen, damit eben positives Verhalten hier in Europa auch wirtschaftlich sich lohnt und nicht nur zur Abwanderung von Produktion ins Ausland führt. Thank you.